Liebe Investierte, liebe Interessierte, der Koalitionsvertrag ist ja derzeit in aller Munde. Wirtschaftlich steht insbesondere die Kritik an, dass die Rentenzahlungen jetzt gebracht werden und das würde ja die nächste Generation so belasten. Ja und nein. Liebe Politiker, ja, es belastet die nächste Generation, was schlimm genug wäre. Nein, es beschränkt sich nicht darauf. Auch die aktuelle Generation wird dadurch schon belastet, denn die zusätzlichen Rentenzahlungen wollen finanziert werden. Dies erfolgt dadurch, dass die Preise für die Produkte steigen. Das heißt also, es werden die Lohnstückkosten erhöht. Welche Auswirkungen das hat, da habe ich jetzt hier mal eine Grafik aufgezeigt. Sie zeigt die Lohnstückkosten verschiedener europäischer Länder, beginnend mit dem Jahre 2000, wo sie alle indexiert sind. Deutschland mit der Agenda 2010 im Rückenwind hat also die Lohnstückkosten halten können, während überall sonst in Europa die Lohnstückkosten deutlich gestiegen sind. Am meisten in Irland, in Grün hier gehalten. Insofern verwundert es nicht, dass die Iren als erstes unter den Rettungsschirm mussten. Sie haben aber gegengesteuert, haben deutlich gegengesteuert. Insofern verwundert es auch nicht, dass sie jetzt als Erste da wieder rauskommen. Auffällig auch hier eine andere Linie. Das hier ist Griechenland, als zweites mit einer Spitze. Aber auch dort wird massiv inzwischen gegengesteuert. Die Tendenz geht deutlich nach unten. Und upsala, wir sehen hier, wir kreuzen jetzt die Linie von Deutschland. Denn in Deutschland sind die Lohnstückkosten zuletzt deutlich gestiegen. Und mit den Rentenzahlungen wird sich das weiter erhöhen. Nur mit dem Unterschied, Deutschland weiter steigend, Griechenland weiter sinkend. Das heißt, der Vorteil, den wir in Deutschland gegenüber Griechenland hatten, ist mittlerweile da aufgebraucht. Die Schere hat sich geschlossen. Schön daran ist, innerhalb Europas haben wir eine Konvergenz, dass das alles zusammenläuft. Leider nur zu unseren Lasten. Das werden wir spüren, damit ist eigentlich schon ein Ausblick im kommenden Jahr. Im letzten Monatskommentar ein Rückblick in 2013 war ja eigentlich alles ganz einfach. Man hätte ja nur auf Aktien setzen müssen. Nein, ganz so einfach ist es nicht, denn wir stellen auch schon wieder fest, das galt eigentlich nur für Industrieländer. Die Schwellenländer sind die Aktien deutlich runtergekommen, ebenfalls die Anleihen dort und auch die Währungen. Wenn wir in anderen Anlageklassen uns umsehen, stellen wir fest, Rohstoffe mit zweistelligen Verlusten, Edelmetalle, Gold sogar mit einem regelrechten Crash im vergangenen Jahr. Der Antea-Fonds ist ja nicht dafür bekannt zu sagen, alles auf die 17, sondern dass er eben wirklich ausgewogen sich orientiert. Insofern bewegt er sich zwischen den Extrema. Resultat: mit einer Volatilität von 4,7%, das kennen wir eigentlich nur, Schwankungen sind das von Anleihen, weist er jetzt per Ultimo November 5,2% plus aus, ein Vielfaches dessen, was wir bei Anleihen haben. Für denjenigen, der sagt, er möchte das gerne mit anderen Ansätzen zusammenbringen, dem sei die aktuelle Ausgabe von Das Investment empfohlen. Da gibt es eine Beilage, auch in Orange gehalten, eine Korrelationstabelle, die 40 bedeutendsten vermögensverwaltenden Fonds. Wie kann man da Sachen miteinander kombinieren? Für denjenigen, der sich auf den Antea-Fonds konzentriert hat, gibt es die schöne Nachricht, dass das Analysehaus Feri 674 verschiedene Mischfonds bewertet hat. Der Antea-Fonds gehört zu den besten 5, gilt damit jetzt also als Top-Fonds für 2014. Für die Anleger ein kleines vorweihnachtliches Geschenk. Zumindest ist es keine Route. Ich wünsche Ihnen jetzt da eine schöne Adventszeit und einen guten Jahresausklang. Im neuen Jahr sehen wir uns wieder.